Recht herzlich willkommen zu einer zweiten Ausgabe von 25 Jahre Internet in Vorarlberg, 25 Jahre Vol.at. Und heute dürfen wir begrüßen den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Dornbirn, Werner Böhler. Vielen Dank für den Hallo, Besuch. danke für die Einladung. Herr Böhler, wann hatten Sie denn den ersten Berührungspunkt mit dem Internet? Ja, ich weiß noch genau, ich war damals ganz neu in der Sparkasse Feldkirch. Das muss also gewesen sein 1997 oder 98. Und da gab es eine Schulung quasi, eine Einladung, das Internet kennenzulernen in einer Schule. Und ich bin damals in diese Schule gegangen mit meinem künftigen Vorstandskollegen. Und dann haben wir versucht, diese für uns völlig weit entfernten Dinge zu verstehen und sich einzuarbeiten. Es war nicht ganz einfach, weil wir vieles noch nicht verstanden haben. Sie haben ja 1976 bei der Dornbirner Sparkasse begonnen. Also Sie kennen eigentlich nur die Zeiten vom Lochcomputer und so diese ganze Umstellung auf die EDV. Was sind denn da so Ihre Erinnerungen daran? Ja, ich sehe heute noch die Lochkarten herauskommen, die da bis an den Boden hinunter gereicht haben, da wo man gebucht hat. Für mich interessant, ich bin 2 Monate war ich in der Sparkasse, dann bin ich zum Bundesheer gegangen und als ich vom Bundesheer wieder zurückgekehrt bin in die Sparkasse, war eine völlig andere Welt. Das war der damalige Beginn der EDV, des EDV-Zeitalters, dass wir in der Dornbirner Sparkasse am 1.10.1976 eingeläutet haben. Jetzt hat ja die Digitalisierung das Bankwesen oder die Bankenbranche längst erfasst. Also klassisches Online-Banking gibt es ja schon länger. Warum hatten die erste Bank Group bzw. die Sparkasse so früh auf George zum Beispiel gesetzt? Sie haben da ja ihren Internetauftritt und wie sie auf Kunden zugehen, total umgedreht. Ja, wir sind sehr stolz und eigentlich sehr glücklich auch mit der Entwicklung von George. Wir haben damals sehr viele Menschen zu uns holen konnten. Wir haben sie auch überzeugen können, dass wir eine moderne Bank sind. Ich glaube, das war damals der entscheidende Punkt. Die Frage, wie schaut ein Retail Banking in der Zukunft aus? Das hängt zusammen mit der Frage, gibt es noch Filialen? Wie lange gibt es die Filialen? Soll man die Menschen stark intensiv von der Filiale aus betreuen oder gibt es Alternativen dazu? Und es gibt natürlich Menschen, die Mehrwert legen auf ihren Besuch in der Filiale und es gibt solche, die spielerisch schon mit den neuen Medien umgehen und wir wollten beide erreichen und wir haben gesagt, wir brauchen ein sehr gutes, modernes Banking, damit wir auch diese modernen Menschen erreichen und das ist uns mit George eigentlich sehr gut gelungen.